Hi, hier ist Quert von pocketpc.ch und heute möchte ich euch die App Abo-Alarm fürs iPhone vorstellen. Und zwar ist das die App, die wir hier vorne vor uns liegen haben. Mit der App kann man seine Verträge verwalten und kündigen. Das ist wirklich ein schönes Feature, das habe ich selber auch schon benutzt, um meinen Handyvertrag mit Abo-Alarm zu kündigen. Dann ist einfach deutlich einfacher, über die App das zu machen, als immer einen Brief zu schreiben oder einen Fax zu schicken. Das klappt wirklich sehr gut. Hier in der neuen Version, die neue Version hat vor allen Dingen folgende Features. Und zwar haben wir hier einmal Happy Hour. Das heißt, es gibt Sonderaktionen. In diesem Fall haben wir die Sonderaktion, dass wir bis Mittwoch, den 6.2.2013, alle Handyverträge kostenlos kündigen können. Das heißt, wir müssen das Fax, was wir sonst schicken, nicht mehr bezahlen. Das ist eine schöne Sache, weil kostenlos ist natürlich immer gut. Das finde ich schön, das ist gut. Ansonsten ist die App deutlich schneller geworden. Also sie ist wirklich spürbar schnell. Man merkt überhaupt keine Probleme beim Bedienen der App. Und es gibt deutlich mehr Adressen. Ich glaube, 300 neue Abos gibt es, die man verwalten kann. Das sind so Sachen wie O2, T-Mobile, 1&1, eure Stromanbieter und so weiter. Wirklich eine echt gute Sache. Wir können jetzt hier einfach mal weitermachen und schauen uns die App an. Wir kommen dann zunächst einmal zu diesem Screen. Da haben wir dann die Auswahl der Kündigung, denn das ist das Hauptfeature der App. Hier können wir die Kündigung erstellen. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, aktive Verträge hinzuzufügen. Das heißt, ich kann sagen, ich habe zum Beispiel einen Vertrag bei O2, kann meine Kundennummer und meine O2-Handynummer angeben, den Vertragsbeginn, die Laufzeit, die Kündigungsfrist, eine Notiz dazu schreiben und eine Erinnerung. Und dann erinnert mich die App rechtzeitig daran, meinen Vertrag zu kündigen. Was natürlich echt gut ist, weil selber kann man meiner Meinung nach gar nicht mehr das alles im Blick behalten, weil man das hier DSL, da hat man Internet bei der über einen Stick, dann hat man einen Mobilfunkvertrag, dann hat man hier Strom, da eine Versicherung. Alles eine schöne Sache. Dann gibt es noch News, da gibt es aktuelle News von Abo-Alarm, die kann man dann anklicken als Beispiel. Hier einmal durchlesen und dann zum Angebot kann man direkt dorthin gehen. In den Einstellungen kann man sich einmal anmelden mit seinem Abo-Alarm-Account. Man kann die Daten merken wie Name und Anschrift, denn die ist ja immer die gleiche. Und wir können einmal verschiedene Aktionen hier auswählen, Computerbild-App-Aktivierer, da gibt es dann einen Gratis-Code von der Computerbild und wir können einen Abo-Alarm-Sperrcode machen, das heißt, nur wenn ihr den PIN eingebt, könnt ihr auch etwas machen. Kommen wir einmal zum Feature der Kündigung. Wir würden jetzt einfach mal beispielsweise meinen O2-Vertrag, den ich schon einmal selber über Abo-Alarm selber gekündigt habe, hat wirklich gut geklappt. Man hat hier seine Adresse eingegeben, kann man hier oben, ich habe hier irgendeine angegeben. Dann hier ist die Anschrift von O2, die könnte man noch bearbeiten, aber er sucht die automatisch raus, ist auch die korrekte. Das heißt, man muss da nichts mehr verändern, das ist gerade bei Kündigung wichtig, dass die immer die richtige Anschrift haben und die richtigen Daten drin sind, die man benötigt. Wie hier zum Beispiel die Kundennummer, nehmen wir einfach mal irgendeine, und die O2-Handynummer. Und das sind die Sachen, die da drin stehen müssen, sonst lehnt O2 eure Kündigung ab. Dann haben wir hier den Text, blablabla, hiermit kündige ich meinen oben genannten Handyvertrag fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Bitte senden Sie meine schriftliche Bestätigung der Kündigung unter Angabe des Beendigungszeitpunkts zu. Der Text ist dann auch immer angepasst an das jeweilige Produkt, das man kündigen möchte. Ist auch schön, man muss sich echt keine Gedanken machen. Und jetzt kann man hier noch unterschreiben. Und zwar kann ich einfach hier jetzt meine Unterschrift setzen. Auf Fertig klicken, die kommt hier unter. Und jetzt ist meine ganze Kündigung fertig. Ich kann jetzt entweder ein eigenes schreiben, scannen oder direkt faxen. Da klicke ich einfach zum Fax. Und jetzt habe ich hier meine E-Mail-Adresse, die ich zur Bestätigung angeben kann. Da ich gerade gratis Fax Happy Hour habe für Mobilfunkverträge, könnte ich das jetzt einfach gratis abschicken. Das heißt, ich würde hier meine Handynummer angeben und dann schicke ich das ab und dann kriegt O2 meine Kündigung und das war's auch schon. Man muss sich um nichts weiteres mehr kümmern. Klappt echt gut. Wie gesagt, ich habe schon einmal gemacht. Hat sehr gut geklappt bei mir. Absolut eine App, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Finde ich sehr gut gemacht. Gefällt mir gut. Ist ein Feature, was auch man im echten Leben sozusagen wirklich sinnvoll gebrauchen kann. Für mich jetzt sozusagen ein Daumen hoch für die App. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne auch einen Daumen hoch für das Video natürlich geben. Gerne einen Kommentar schreiben. Uns auf www.pocketpc.ch besuchen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.